Ja, Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen. Das wird eine VA für den Klaus vom Kanal Klaus L. Müller. Dir, lieber Klaus, erstmal alles Gute zu deinen, ja, wie viel waren es? 1 Million Videoaufrufe. Erstmal dafür Daumen nach oben. Klasse Leistung. Und wir sollten ja ein paar Messer zeigen, bis zur, ja, wie war das? Bis zur 100-Euro-Grenze. Und ja, auch noch 200 und 300 und 500, da bin ich aber raus, weil ich halt das immer halt, ja, für mich budgetlastig. Naja, gut, ich habe mir ein bisschen was überlegt, wollte ich ein paar Messer zeigen. Erstmal dieses hier, dieses Letier-Messer, das habe ich ja sogar mal geschenkt bekommen, weil ich einmal für den Christoph vom Kanal Schnorris58 ihm einen Videotrailer zusammengeschnitten habe, so auf die Schnelle. Und ja, der Christoph hat sich nicht lumpen lassen, dann hat er mir das in den Briefkasten geworfen. Also habe ich als Paket bekommen und ja, ein wunderbares Teil. Aber ich schweife ab, es geht ja um das Messer. Es handelt sich hierbei um dieses Letiers Messer von Par Florian. Das gibt es auch von Chambriard und ach, zig anderen Manufakturen in Frankreich, in Thiers. Und das wäre doch im Endeffekt dein Beuteschema. Paar Specs dazu, Ebenholz. Klassisches Gentleman-Taschenmesser, fein, 42A konform, Klinge irgendwie knapp 7 cm. Ich lege mal ein Opinel Nummer 6 dazu, als kleiner Vergleich. Ist ja, wie gesagt, war ja dein, wenn ich mich recht erinnere, klein, Gentleman-like. Und ja, mit Betonung auf Gentleman-like. Ne, hier feine, tolles Filework, echt ein cooles Teil. Hier auch so ein, was soll das sein, stilisierter Rosenkranz, glaube ich. Naja, auf jeden Fall super Teil. Und ich habe mal nachgeguckt, das kostet so, na, ich glaube, 50 oder 60 €, also direkt aus Frankreich. Also lohnt auf jeden Fall. Ja, das zweite Messer, da wären wir aber beim geringeren Budget. Das ist das Victorinox Solo. Falls du es irgendwo siehst, noch in irgendeinem Online-Shop, unbedingt mitnehmen, weil das Messer ist einfach cool für den Preis. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe, 10, 11 € plus Porto. Und man hat wirklich ein super puristisches Taschenmesser. Wie gesagt, irgendwie hat das Messer Charme durch die Einfachheit. Gefällt mir richtig gut. Durchgehende Feder. Hier dieses Jimping, diese Textur, großartig. Guter Grip. Wie gesagt, ist auch 42A konform und ja, ist halt Taschenmesser. Ne? Natürlich jetzt nicht so Gentleman-mäßig, eher zweckmäßig, aber es macht Spaß. Ja. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Du kennst ja meine Videos, die fallen immer relativ kurz aus. Das ist in dem Fall nicht anders. Und naja, mach weiter so und wir sehen uns hier bei YouTube. Und tschüss. Mhm.